Hi Leute, Gabriel hier von Serial Killers. Wir sind live auf der Game City in Wien mit Thomas Mahler von Moon Studios. Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen von dem Vorgängerspiel Ori and the Blind Forest. Und jetzt reden wir über den neuen Titel Ori and the Will of the Wisps. Yep. Als quasi CEO, Creative Director, leitende Person dahinter, kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie läuft die Entwicklung vom neuen Spiel? Also wie schreitet das voran? Ja. Wir haben begonnen damit, wir wollten halt, als wir begonnen haben mit Will of the Wisps, war einfach die Idee, alles muss besser werden. Für uns war das Mantra im Grunde, wir wollen, dass Will of the Wisps zu Blind Forest das wird, was Super Mario Bros. 3 damals zu Super Mario Bros. 1 war. Das heißt, das Core-Spielprinzip ist im Grunde noch dasselbe. Das heißt, du spielst Ori und die Steuerung ist ähnlich, wenn du den ersten Teil gespielt hast. Aber wir wollten halt alles auf einem ganz neuen Level haben. Die ganzen Animationen jetzt, wir animieren direkt jetzt mittlerweile mit 60 Frames pro Sekunde und bei Ori 1 waren es noch 30. Das heißt, das ist einer der Gründe, wieso sich alles so viel flüssiger anfühlt. Und ja, wie gesagt, jede einzelne Komponente, die wir drin haben, hat halt wirklich noch so viel besser und so viel tiefer gehen müssen und so weiter. Zum Beispiel das Kampfsystem haben wir komplett neu gemacht, aber Ori 1 bist du ja mit dem Sein herumgangen und hast da ein bisschen upgraden können und so weiter. Und jetzt haben wir wirklich verschiedene Waffen und so weiter, sodass die Leute wirklich Ori spielen können und dann ein nächstes Mal spielen und auf einmal ganz andere Waffen picken, ganz andere Spells picken und so weiter und sich das Spiel komplett anders anfühlt und so weiter. Es ist echt extrem viel Tiefe drin. Ja. Okay. Vielleicht generell jetzt für Leute, die den Vorgänger nicht gespielt haben oder sagen wir mal, was würdest du sagen, unterscheidet sich jetzt am meisten beim neuen Teil? Also kann man jetzt sagen, irgendeine bestimmte Fähigkeit, weil wir haben jetzt zum Beispiel auf der E3-Demo gesehen, man kann sich auch in den Boden eingraben. Ja. Was gibt es da für Neuigkeiten? Bei uns geht es nicht um ein Gimmick, bei uns geht es um, wir wollen viele, viele Elemente drin haben. Zum Beispiel, Ich habe es immer cool gefunden bei Nintendo-Titeln und so weiter damals, dass halt ein Nintendo so viele Ideen in einem Spiel gehabt hat, wo andere Entwickler 5 Spiele gemacht hätten. Und dasselbe wollen halt wir machen, dass wirklich jeder das Environment, es muss sich komplett anders anfühlen vom Gameplay her, muss neue Features drin haben und so weiter. Du willst immer wieder überrascht werden und wir wollen auch den Spieler einfach neu überraschen. Das ist einfach so, hey, jetzt bin ich gerade in diesem Flow drin und jetzt komme ich ins nächste Environment und holy shit, was introducen die da schon wieder, weißt du? Dass er einfach immer was Neues ist und dass du immer dieses Gefühl hast von, hey, ich will den Controller gar nicht weglegen, ich will wissen, was als nächstes passiert. Das klingt cool. War das generell schon für euch so ein Punkt, wie ihr das erste Spiel entwickelt habt? Da machen wir sicher noch einen zweiten Teil oder eine Trilogie oder war das eigentlich eher für euch überraschend? Es hat Ideen gegeben und so weiter, wo wir uns gedacht hätten, das wollen wir sicher irgendwann machen oder was damit machen. Und jetzt, nachdem wir dann uns entschieden haben, ja okay, wir sollten noch einen zweiten Teil machen, unser Produzent, der Mark Coates, hat uns überredet, das war damals zu den TGAs 2015, sind wir im Hotelzimmer gesessen und er hat einfach so mal geredet von, okay Leute, jetzt mal Butter bei die Fische, lass uns mal über ein Ori 2 reden. Und er ist dann wirklich auch mit dieser Idee gekommen von, hey, wir könnten alles perfektionieren, weißt du, und Ori 1 ist jetzt so erfolgreich gewesen und wir könnten da wirklich einen perfekten Metroidvania abliefern. Und für mich war das so ich bin ziemlich perfektionistisch und darauf arbeiten wir hin. Also seit Ori rausgekommen ist, hat es ja einige andere Metroidvanias gegeben. Einige waren davon auch wahrscheinlich ein bisschen von Ori beeinflusst. Zum Beispiel Hollow Knight. Ja. Und wir sehen, ich mag die Competition, ich mag diese Idee von, ja okay, ihr habt euren Move gemacht und jetzt kommen wir wieder. Dass einfach wir sagen können, hey Leute, wir können das noch ein Stückchen besser machen, noch ein bisschen mehr rausholen. Und ich will einfach haben, dass du wirklich in 10 Jahren noch Ori spielen kannst, Will of the Wisps zum Beispiel spielen kannst und sagen kannst, hey, das war wirklich ein extrem cooles Paket. Weil du meinst, wegen Verbessern, was würdest du ehrlich sagen, hat dir zum Beispiel selber nicht ganz gefallen beim Vorgänger? Oder mit was warst du nicht ganz zufrieden? Welches Feature? Oder? Es hat ein paar Sachen, die wir cutten haben müssen, einfach weil das Budget dann relativ klein war. Damals waren wir noch ein ziemlich kleines Studio. Eine Sache, die ich immer ein bisschen blöd gefunden habe, ist, dass es nicht so viele optionale Areas gegeben hat. Einfach Dinge, wo du das Spiel durchspielst und dann einfach hörst, hey, warst du schon in der und der Area? Und du bist so, was? Nein, habe ich noch nie gehört. Das war einfach vom Budget damals nicht drin. Und jetzt haben wir wirklich ein Budget gehabt, wo wir einfach sagen können, hey, es gibt Dinge im Spiel, die du wahrscheinlich erst, wo du in 5 Jahren hören wirst, hey, hast du das schon mal gesehen bei Ori? Und nein, habe ich, was? Das ist im Spiel, weißt du, solche Momente. Oder dass halt auch einfach Leute irgendwelche Secrets finden können, die einfach super versteckt sind und wo wir trotzdem einfach so viel Zeit investieren, dass wir sagen, hey, das machen wir aber top, obwohl es vielleicht 5% von allen Leuten da draußen sehen werden. Ja. Kannst du so ein bisschen Einblick geben, der Unterschied jetzt zum alten Studio, zum neuen, also wie viel habt ihr euch vergrößert? Was hat sich verändert? Bei Ori 1 waren wir im Grunde 20 Leute. Also im Schnitt circa 20 Leute, die daran gearbeitet haben. Jetzt mittlerweile sind wir ein Team von 60 Leuten.
Wir arbeiten aber nicht nur an Orient the Will of the Wisps, es gibt noch ein geheimes, sehr, sehr geheimes Projekt im Hintergrund. Aber im Grunde, ja, es hat sich ein bisschen die Managementstruktur geändert, aber wir arbeiten noch immer komplett distributed. Also die 60 Leute kommen aus 36 verschiedenen Ländern. Und jeder arbeitet online miteinander. Unser Goal ist wirklich, dass wir einfach die besten Talente weltweit finden und unsere Leute kommen halt von mittlerweile von Plätzen wie Pixar, Blue Sky, Riot, DreamWorks und so weiter und so weiter. Und ja, also das sind wirklich Wetter, ein paar Programmierer von Wetter sind jetzt dabei und so weiter. Und das sind wirklich, also wir schauen wirklich, dass wir absolutes Top-Talent finden und einfach ein Entwicklerstudio finden, sind hoffentlich, wo die Leute echt einfach extrem gerne arbeiten und Projekte kreiert werden, die du so nicht wirklich im Rest der Spielindustrie siehst. Habt ihr auch mal, weil du erwähnt hast, so viele Länder, habt ihr auch mal versucht, lokal euch umzuschauen oder ist das keine Option hier in Österreich oder im deutschsprachigen Raum? Wollen wir nicht wirklich machen, weil ich mag die Art und Weise, dass wir multikulturell arbeiten können. Bei uns geht es überhaupt nicht darum, wo du herkommst oder sowas. Ich schaue mir auch keine Zeugnisse an, ehrlich gesagt, von den Leuten, die mit uns arbeiten. Es geht einfach wirklich nur darum, hey, kannst du coole Sachen abliefern? Kannst du in unserem Stil arbeiten? Bist du ein super Top-Designer? Ist aus dir ein Nachwuchstalent und so weiter? Eine Person, die wir zum Beispiel angeheuert haben, ist Alex O'Smith. Der ist sehr, sehr, sehr bekannt in der Szene dafür, dass er mit Yasumi Matsuno an Vagrant Story, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12, Tactics Ogre und so weiter gearbeitet hat und da halt wirklich extrem gute Story geschrieben hat. Und der hilft jetzt auch mit bei Ori und beim neuen Projekt und so weiter und ist halt wirklich ein Genie, wenn es ums Writing geht. Cool. Generell ein Thema Spielzeit, Umfang. Was können wir circa erwarten vom nächsten Titel? Es ist noch schwer zu sagen, weil wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir das ganze Spiel zusammenstellen. Also alles wirklich so von vorn bis hinten kannst du es komplett durchspielen. Aber es ist ein großes, großes Spiel. Und es ist nicht nur, ich bin immer ein bisschen erneut, wenn ich höre sowas wie das ganze Open World Deppen, dass die auf einmal sagen so, ja, unser Spiel ist jetzt 8-mal größer als die letzte Version, weil einfach so cool, aber hast du es wirklich designt? Ist wirklich jeder Zentimeter davon durchdesignt worden? Und meistens ist es nicht der Fall. Ja. Bei uns ist es so, das Spiel ist ca. so 150-200% größer als Blind Forest, aber ist auch weitaus tiefer und weitaus komplexer. Alleine das Kampfsystem, die Spells und so weiter. Wenn du es wirklich durchspielen willst, ich glaube, wir werden so enden bei ca. 30, 35, 40 Stunden. Danke. Ja. Kannst du vielleicht etwas schon verraten? Wird man vielleicht andere Charaktere spielen können diesmal oder in der Richtung? Wenn du gut aufpasst hast im E3-Trailer, hast du schon ein paar Charaktere gesehen, die da drin waren. Und ja, du wirst nicht nur in Ori spielen dieses Mal. Okay. Ja. Gut, vielleicht ansonsten, gehen wir vielleicht mal auf die Gameplay-Mechaniken ein. Was habt ihr da verfeinert oder wo habt ihr noch den Punkt gesehen, da muss was besser werden oder interessanter? Alles im Grunde. Okay. Es ist wirklich, für uns ist viele von einfach Moment-to-Moment-Gameplay ist bei mir extrem wichtig. Ist ähnlich wie bei Nintendo, dass ich einfach wirklich jeder Move und jede Technik und so weiter wirklich extrem gut anfühlt. Und das war bei uns halt super wichtig. Deswegen haben wir auch die Enemies komplett alles neu designt und neue Enemies gemacht. Und einfach dieses Zusammenspiel zwischen den Enemies, wie du mit einem Enemy interagierst und so weiter, das komplett neu gemacht. Dass du wirklich rein dashen musst und dann 2-3 Schläge abliefern musst, schauen musst, wie attackt der Enemy gerade oder nicht. Dann dashst du weg, solche Sachen. Und ja, es sind viele, viele neue Elemente drin. Bei Gamescom haben wir zum Beispiel auch vorgestellt, am Anfang, als wir die Prototypen gemacht haben, haben wir halt viel probiert. Wir haben auch sogar Multiplayer und solche Sachen probiert. Und sind dann halt mit den Dingen geblieben, wo wir gesehen haben, hey, das hat extrem viel Spaß gemacht. Eine von den Dingen waren die Spirit Trials, dass du wirklich an manchen Areas in der Welt findest du schon so eine Steinsäule, da gibt es über ein Dutzend davon und auf einmal verwandeln wir Ori quasi in ein Racing-Game, wo es wirklich darum geht, dass du von einem Punkt zum nächsten kommen musst. Das Coole ist, wir haben da rausgefunden, dass einfach unsere Steuerung ist so präzise, so refined, dass du da wirklich um Millisekunden kämpfst. Das fühlt sich ein bisschen an, wie wenn du Trials spielst. Ja. Und das ist halt super cool. Und wir haben dann auf einmal direkt einen kompletten Online-Layer mit Matchmaking einbaut und so weiter, dass du wirklich auf einmal entweder gegen deine Friends-List spielen kannst oder gegen die Global Rank quasi. Ja. Dass du einfach wirklich so, oh, ich bin da 28. in der Weltliste, in dem Kurs und so weiter. Wir haben einfach versucht, solche Sachen zu finden, einfach wirklich zu finden, okay, was macht am meisten Spaß und mit dem, das skalieren wir voll hoch. Das klingt auf jeden Fall sehr emotioniert. Vielleicht noch, kannst du so einen Hint geben, wie weit, also ihr seid ja voll dahinter, aber
Release-Zeitraum circa? 2019. Okay, noch nicht genau. Wir dürfen wir leider noch nicht sagen. Okay. Wir sind auch noch dabei, dass wir einfach alles zusammenstellen, und bei uns ist wirklich das Motto, selbst wenn es uns mehr kostet, als es Sinn macht und so weiter, ich will da haben, dass das Spiel einfach absolut super hohe Qualität hat und dass wir nicht etwas rausschippen, was noch nicht fertig ist. Ja, und das ist halt bei uns super wichtig. Ich will nicht, wir sind in der relativ glücklichen Lage, dass wir nicht so viel kosten wie ein AAA-Studio, und dann ist auch weniger Risiko da, und so können wir dann auch wirklich sagen, hey, wir wollen dafür aber haben, dass wir den Freiraum haben, dass wir einfach perfektionieren können, bis es wirklich da ist. Ja. Das heißt, wir wollen immer Spiele machen, die so 90 plus Metacritic haben und so weiter, wo die Leute wirklich sagen können, hey, das ist wie für mich damals A Link to the Past war, weißt? So ein Spiel, wo ich einfach eintauche und sage, hey, am Schluss vom Spiel, wenn die Credits laufen, habe ich den Mund offen, und das war einfach schön, weißt? Das war einfach ein Erlebnis, das wollen wir kreieren. Vielleicht noch zum Abschluss als letzte Frage, wenn du jetzt jemanden hast, der noch nie von beiden Spielen, also jetzt vom Vorgänger gehört hat und jetzt vom nächsten Spiel, was würdest du sagen, ist das interessanteste Feature oder was ist dein persönliches Highlight von diesem Projekt? Wie gesagt, es gibt nicht immer nur eine Sache, weil wir sind nicht so, dass wir auf ein Gimmick aufbauen und so weiter. Ich glaube einfach, es kommen jetzt mittlerweile viele Sachen zusammen. Das Platforming ist jetzt extrem gepolished. Das heißt, bei Blind Forest war das Platforming schon gut und jetzt fühlt sich alles nochmal flüssiger an und ein bisschen besser an und so weiter. Und das Combat System ist, glaube ich, auf einem Level, das du in 2D-Spielen so noch nicht gesehen hast, weil es ist ein Animation Commit Combat System. Wir haben sogar ein paar Sachen von Dark Souls uns angeschaut. Mhm. Wir haben die Liste bekommen, dadurch, dass wir mit Microsoft arbeiten. Wir haben so eine Design-Document-Liste bekommen von den Killer Instinct-Machern, wie sie ihre Hitstops eingeführt haben und genau die Technik dahinter und so weiter. Und wir haben uns da wirklich alles rausgesucht, dass die Komplexität von Combat wirklich auf einem Level ist, wo du sagen kannst, hey, wenn da einer, es ist einfach zu lernen, aber halt dann schwer zu meistern, aber du kannst halt wirklich, also die Speedrunning-Community zum Beispiel über Blind Forest, die war schon extrem crazy, und ich glaube, da werden wir jetzt wirklich auch Sachen sehen, wo du wirklich denkst, holy shit, ich habe mir nicht vorgestellt, dass man das Spiel so spielen kann. Also auf High-Level-Ori spielen, das schaut echt aus wie, wow, da geht das Wasser, läuft dann das Wasser im Mund zusammen, weil es einfach so flüssig ist und so schön zum Anschauen ist. Perfekt, dann vielen Dank fürs Interview, und wir freuen uns wirklich schon auf den Titel. Absolut, super, danke sehr.